بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، also beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir ein neues Kapitel angefangen. Und zwar haben wir eine Aussage Allahs kennengelernt: أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ. Also gesellen sie ihm etwa etwas bei, was nicht erschafft und selbst erschaffen worden ist. Das war der Vers, den wir beim letzten Mal angeschaut haben. Und dann haben wir dazu auch einen Hadith kennengelernt, einige Hadith kennengelernt, die betonen sollen, dass selbst Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch, den es jemals gegeben hat, dem es jemals geben wird, wenn er nicht angebetet werden darf und wenn er nicht einmal sich selbst vor Allah helfen kann, dann ist es erst recht mit allen anderen Awliya und allen anderen rechtschaffenen Menschen, die können erst recht Allah, können erst recht den Menschen überhaupt nicht helfen. Und es bringt nichts, wenn man ihnen, wenn man sie um etwas bittet. Und Allah sagte es in einem anderen Vers, auch haben wir auch genannt, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ. Und diejenigen, die ihr statt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Also nicht einmal das können sie mitbestimmen, wie es erschaffen wird, und können es nicht einmal selbst erschaffen. Dann haben wir ein Hadith kennengelernt über Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Er sagte, Shujja an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde am Kopf oder am Gesicht am Tag von Uhud verletzt. Wa kusirat ruba'iyyatuhu. Dann wurde sein Eckzahn also verletzt, gebrochen, sein Eckzahn gebrochen. Faqala, kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyyahum. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie kann ein Volk, das ihren Propheten am Kopf verletzt, erfolgreich sein? Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers herabgesandt, Laysa laka min al-amri shay', es ist gar nicht deine Angelegenheit. Und dann haben wir ein Hadith gelesen über Ibn Umar, radiallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idha rafa'u ra'sahu min al-ruku'i fi al-raka'ati al-akhira min al-fajr. Und zwar Ibn Umar sagt, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er in der zweiten Raka'a, in der letzten Raka'a von Salat al-Fajr, vom Ruku' hochgegangen ist, also sagt er, Sami Allahu liman hamida, dann hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Menschen verflucht, beim Namen genannt und sie verflucht. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diesen Vers abgesandt, also Laysa laka min al-amri shay, es ist nicht deine Angelegenheit. Und so ist, somit ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass wir nicht eine Person beim Namen gegen ihn Dua machen. Und auch, dass dieser Vers mehr als einen Grund hat, warum herabgesandt worden ist. Es gibt nicht nur einen, sondern, wie wir gesehen haben, zwei. Ja. Und dann haben wir einen weiteren Hadith kennengelernt von Abu Huraira, radiallahu anhu. قال, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. Als der Vers herabgesandt worden ist, und warne deine nächsten Verwandten, dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und hat seine Verwandten tatsächlich gesammelt und sie gerufen, zu ihnen gesprochen und gesagt, Ya ma'ashara Quraysh, ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a. O Leute von Quraysh, kauft euch selbst bei Allah frei, ich kann euch bei Allah nichts nützen. Ya Abbas, ibn Abdul Muttalib, O Abbas, Sohn von Abdul Muttalib, ich kann dir auch nicht bei Allah helfen. O Safiya, Tante des Gesandten Allahs, ich kann dir bei Allah nichts helfen. O Fatima, Tochter von Muhammad, verlang von mir, von meinem Vermögen, was du haben willst. Ich kann dir aber bei Allah nicht helfen. Okay, und das ist das Kapitel. Und dann wollen wir einige Punkte noch vielleicht uns genauer anschauen, wie wir immer gemacht haben. Und zwar folgendes. Der Vers, wo Allah gesagt hat, Laysa laka min al-amri shay, es ist nicht deine Angelegenheit, es geht dich nichts an, Dua zu machen gegen eine bestimmte Person, au yatub alim, oder ob Allah die Reue von ihnen annehmen wird, ihre Taube von ihnen annehmen wird, au yu'adhibam, oder ob er sie bestrafen wird, alles, das ist nicht deine Angelegenheit, das ist Allahs Angelegenheit. In diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala indirekt darauf hingewiesen, oder hat darauf hingewiesen, dass warum die Weisheit, warum soll man nicht Dua machen gegen eine bestimmte Person, weil vielleicht macht sie Taube und kehrt zu Allah zurück und dann war dein Dua einfach umsonst. Also mach lieber Dua für eine Person oder machst du Dua allgemein gegen die Kuffar allgemein.
Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja auch diese Personen gerecht geleitet. Diese Personen, gegen die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua gemacht hat, hat er recht geleitet und sind dann als Muslime gestorben. Und das ist ein Hinweis darauf oder ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist. Weil diese Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft haben und auch ihn verletzt haben und ihn töten wollten, ja, und trotzdem, nachher werden sie Muslime und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist ihnen dann lieber als ihre eigenen Eltern. Ja. Und so wendet Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen, wie er will. Gut. Dann, liebe Geschwister, haben wir kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in manchen Situationen Dua gemacht hat im Salah. Das nennt man Qunut. Und spezieller Qunut in diesem Fall bei An-Nawazil. Das heißt, irgendwelche Katastrophen passieren unter den Muslimen, dann macht man Dua. Und die Sunna ist es, dass man Dua macht in jedem Salah, in jedem Fard-Salah. Nach der letzten Raka'a macht der Imam Dua und die Ma'mumin hinten dran sagen Amin. Und was uns überliefert ist, dass zur Zeit von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, gab es eine Pest, die ausgebrochen ist, und die Leute haben trotzdem kein Dua al-Qunut gemacht. Diesen Dua, diesen speziellen Dua, den man macht, wenn etwas Schlimmes unter den Muslimen passiert. Und man sagt, dass die Weisheit, die dahinter steckt, ist entweder, weil wer nämlich bei der Pest stirbt, Ta'un, der ist Shahid, und weil Dinge, die von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, eine andere Weisheit, man sagt, Dinge, die von Allah kommen, bei denen macht man keinen Dua-Qunut. Aber wenn irgendwie etwas Schlechtes den Muslimen zustößt, sie werden eingeengt oder sie werden bekämpft, ja, oder so etwas, dann macht man Dua-Qunut. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen prüft durch eine bestimmte Krankheit oder durch ein Erdbeben oder durch solche Sachen, Stürme oder so etwas, was von ihm alleine kommt, subhanahu wa ta'ala, dann macht man kein Dua Qunut und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, sondern was man in diesen Situationen macht. Also, dann ist die Frage, wer macht diesen Dua al-Qunut? Und die Antwort ist, das macht also jeder Imam. Und nicht nur jeder Imam, sondern jeder Muslim. Jeder Muslim macht Dua al-Qunut. Also, wenn du zu Hause bist und dein Fardgebet verrichtest oder ob du in der Moschee bist, egal, du machst Dua al-Qunut. Wenn du in der letzten Raka'a bist und dann dich hochgehoben hast und Sami Allahu Muhammad gesagt hast. Ja. Und weil manche Gelehrte haben gesagt, das macht nur der Imam al-A'zam, also der Staatsführer, islamische Staatsführer, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Ja. Aber wir sagen, jeder Muslim macht das, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Sallu kama ra'aytumuni usalli, betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Ja. Und solange es keinen Beweis dafür gibt, dass wir nicht das auch so machen sollten wie er, machen wir es genauso wie er. Gut. Ja. Und wenn man aber im Dua, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Namen namentlich erwähnt, für die man Dua macht, ist es kein Problem. Ja. Wenn man Namen namentlich im Dua erwähnt, ist es kein Problem. Und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, oder was er gesagt hat, was nicht dazugehört, ins Gebet hineingehört, ist folgendes, dass man Sachen sagt, die nicht Teil des Gebetes sind. Also wenn jemand meinetwegen mich anspricht und fragt, wie es mir geht, dann antworte ich ihm nicht im Gebet. Ja, das gehört nicht zum Gebet dazu. Weil er sagte, inna hadihi salah la yastuhashi fiha shay'un min kalam an-nas. Also in diesem Gebet darf man nicht Dinge sagen, die Menschen untereinander sagen würden. Oder menschliches Gerede oder so ähnlich. Ja? Aber wenn man Dua macht für eine Person und erwähnt sie namentlich im Gebet, ist das kein Problem, weil wen spricht man an? Man spricht Allah subhanahu wa ta'ala an und
nicht irgendwie eine andere Person. Insofern ist es kein Problem. Gut. Dann, liebe Geschwister, Folgendes. Wir haben kennengelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem der Vers abgesandt worden ist, wo anvir ashirataka al-aqrabin, und warne deine nächsten Verwandten, hat er seine Verwandten gesammelt und sie gewarnt. Und er hat das anscheinend mit so einem großen Eifer gemacht, oder er hat es mit Sicherheit mit einem sehr großen Eifer gemacht. Warum? Weil die Menschen gesagt haben, ihn beschimpft haben, gesagt haben, hast du uns etwa wegen solchen Sachen gesammelt, bist du verrückt und sowas ähnliches. Und das weist darauf hin, dass er sich sehr Mühe gegeben hat in dieser Hinsicht. Und er Da'wah gemacht hat zu seinen Verwandten. Und selbst heutzutage, wenn jemand seine engsten Verwandten sammeln würde, dann machen wir auch im Adhan weiter, inshallah. Also, machen wir noch den Satz zu Ende. Wenn heutzutage jemand seine Verwandten sammeln würde, um sie zum Islam einzuladen, dann, was würden die Leute sagen? Sie würden sagen, du bist verrückt, sowas macht man heute nicht, weiß nicht was. Und ebenso ging es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und trotzdem hat es ihn nicht davon abgehalten, Da'wah zu machen, zu seinen Verwandten. Ja? Weil unsere Aufgabe ist es ja nur, das weiterzugeben. Wir können ja niemanden dazu zwingen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Dann beginnt ein neues Kapitel, in dem Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers aus Surat Saba herabgesandt hat. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Bis der Schrecken von ihren Herzen weggenommen wird, dann sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene und der Große. Das ist das neue Kapitel und das ist der Vers, den wir als nächstes behandeln wollen. Also sage noch einmal auf Deutsch, Surah As-Saba, Vers 23. Bis der Schreck von ihrem Herzen weggenommen wird, dann sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene und der Große. Warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Die Antwort ist die folgende. Dieser Vers ist auch ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet werden muss. Denn in diesem Vers geht es um die Engel, wie wir gleich sehen werden. Und wenn die Engel Allah subhanahu wa ta'ala als den Hohen und den Großen bezeichnen, das sind Eigenschaften der Vollkommenheit. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften der Vollkommenheit besitzt, und es gibt niemanden, der höher ist als er, und es gibt niemanden, der größer ist als er, dann ist er auch derjenige, der es würdig ist, angebetet zu werden, im Gegensatz zu allen anderen. Ja, das ist der Grund, warum der Autor diesen Vers erwähnt hat. Wallahu ta'ala a'lam. Allah hat sich beschrieben als den Hohen, Al-Ali. Wir sagen ja auch immer Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei Allah, mein höchster Herr. Und die Hoheit Allahs kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Okay, jetzt haben wir einen Vers erwähnt, gerade eben, und zwar ich erwähne ihn noch einmal. حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Bis der Schrecken von ihren Herzen, oder wenn der Schrecken dann von ihren Herzen weggenommen wird, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen, die Wahrheit. Und er ist der Hohe, der Große. Okay, das ist der Vers, den wir erwähnt haben. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich, bevor wir den Vers erklären, fangen wir von hinten im Vers an, Allah hat sich beschrieben als Al-Ali, Al-Kabir. Und Al-Ali, der Hohe, wie wir gesagt haben, was wir im Sujud jedes Mal sagen, im Gebet, Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei unser Herr, der Höchste. Die Höhe kann in zwei Arten betrachtet werden. Erstmal Ulu as-Sifat, also Allah subhanahu wa ta'ala, er hat die höchsten Eigenschaften, die edelsten Eigenschaften in jeder Hinsicht. Also sobald es irgendeine Eigenschaft gibt, die unvollkommen ist, dann wissen wir, dass sie Allahs, nicht Allahs Eigenschaft ist. Ja. Allah hat nur die vollkommenen Eigenschaften. Und dann
wie man auf Arabisch sagt, Ulu al-Dhat, die Höhe seines Wesens. Ja? Also er selbst, subhanahu wa ta'ala, ist hoch oben über seinen Geschöpfen. Und dies ist eine Sache, die zum Beispiel al-Jahmiyyah, eine Sekte, die dem Islam zugeschrieben wird, geleugnet haben und auch manche Asha'ira, aber nicht diejenigen von ihnen, die die Sachen nochmal genau untersucht haben, wie Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, selbst. Sie haben Ulu al-Dhat, also die Hoheit seines Wesens selbst, subhanahu wa ta'ala, also auf Deutsch, dass er eben oben ist, und, auch bestätigt. Ja. Ja, dann auf jeden Fall von diesem Vers haben wir einiges gelernt. Und zwar, dass die Engel Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das ist eine Eigenschaft der Engel. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Also hat Allah sie beschrieben. Sie fürchten ihren Herrn, sie fürchten ihren Herrn von oben. Und zweitens, dass die Engel Herzen haben. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Bis dass der Schrecken von ihren Herzen genommen wird. Engel haben also auch anscheinend Herzen. Und dass die Engel einen Körper haben. Allah, nicht nur aus dem Vers, sondern aus einem anderen. Und zwar so der Vater sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Allah hat also die Engel als Gesandte erschaffen, die Flügel haben. Ja. Die Engel sind also nicht einfach nur Geist oder irgendeine Seele, die rumfliegt. Nein, Engel haben auch einen Körper. Ja. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie es in Sahih al-Bukhari überliefert worden ist, hat ja Jibril alaihi salam den Engel der Offenbarung gesehen. Und als er ihn gesehen hat, am Horizont hatte er 600 Flügel gehabt. Ja. 600. 600 Flügel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Jibril alaihi salam zweimal in seiner Gestalt wirklich gesehen, wie er wirklich aussieht. Und das alles beweist, dass die Engel eben nicht nur aus einer Seele bestehen. Ja. Dann haben wir aus dem Koran auch gelernt über die Engel, dass sie offensichtlich nicht essen, nicht trinken. Weil Allah hat sie beschrieben als yusabbihuna al-layla wan-nahar. Also sie preisen Allah die Nacht durch und den Tag durch. Die Nacht durch und den Tag durch. Ja. Surat al-Anbiya, Vers 20. Dann, dass sie einen Verstand haben, wissen wir auch. Denn wenn sie ein Herz haben, haben sie auch einen Verstand. Und wir haben auch Folgendes kennengelernt, das ist eine wichtige Sache auch. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Ja, und sein Sprechen ist abhängig von seinem Willen. Wann er spricht, spricht er. Wann er will, spricht er. Denn es heißt im Vers, hatta idha fuzzi'a an qulubihim, bis der Schrecken von ihrem Herzen weggenommen wird. Warum geht es da nämlich? Das werden wir nämlich gleich im Hadith aber sehen. Ja, auf jeden Fall ist dieser Vers klar ein Beweis davon, dass die Engel erschrecken durch die Worte, die sie von Allah subhanahu wa ta'ala hören, weil sie gewaltig sind, senken sie ihre Flügel sind erschüttert. Ihre Herzen werden erschüttert durch die Worte, die sie von Allah hören. Und das weiß, und dann bis der Schrecken von ihnen genommen wird, also wenn dann die Worte gesprochen sind von Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagen die einen zum anderen, was hat euer Herr gesagt, und geben einfach die Wahrheit, hat er gesagt. Und er ist der Große und er ist der Hohe und der Große. Und dieser Hadith oder dieser, Entschuldigung, diese Ayah weist auf was hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Das ist also auch, was wir glauben, ja. Dann, also warum erwähnt der Autor das? Ja, weil wir reden über Tawhid und wir wissen, dass einige Sekten, die dem Islam zugeschrieben werden, diese Sachen geleugnet haben. Ja? Und ohne ins Detail hineinzugehen, aber ich habe ja schon eins, zwei Sekten erwähnt, die nicht mit dem so übereinstimmen, wie wir sagen. Also auf Deutsch gesagt, können wir ja sagen, es schadet nicht, wir sitzen hier in einer Sitzung, in der wir wissen, uns aneignen wollen. Es gibt eine islamische Sekte, der ist Al-Jahmiyyah, und diese Jahmiyyah, die sagen, Allahs Worte sind erschaffen. Ja. Die sagen, die sind so ungefähr das Gegenteil von den Asha'ira. Die Jahmiyyah sagen, den Koran, den wir haben, das ist das Wort Allahs, so wie wir sagen. Aber die Jahmiyyah sagen, Allah musta'an, das ist Kufr, ja. Die sagen, der Koran ist erschaffen. Das ist Allahs Worte, aber es sind erschaffen. Und die Asha'ira sagen das Gegenteil. Sie sagen, das, was wir haben, sind nicht die wirklichen Worte Allahs, sondern etwas, was auf Allahs Worte hinweist. Und sie sagen, Allahs Worte sind nicht erschaffen. Und wir sind die Einzigen, die sagen, das, was wir haben, ist Allahs Wort und es ist nicht erschaffen. Also wir sind diejenigen, die sich auf dem richtigen Pfad befinden. Also Allahs Worte sind unerschaffen, wie Allah es uns klar gemacht hat im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna. Ja, so ist es.
Das ist, was wir genannt haben. Dann, das ist jetzt, jetzt kommt der Hadith, der diesen Vers erläutert. Denn dieser Vers, den ich gerade eben vorgelesen habe, manche Gelehrte haben das anders ausgelegt. Also Allah sagte, bis der Schrecken von ihren Herzen weggenommen wird, dann sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit, und er ist der Hohe und der Große. Manche Leute sagen, das geht um die Menschen, um Yawm al-Qiyamah, wenn Allah sein Urteil wird, auf jeden Fall die Menschen werden erschrecken und so weiter und so fort. Aber wir wissen durch den folgenden Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu arda, den er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, dass das nicht um Yawm al-Qiyamah geht und auch nicht um die Menschen geht, sondern es geht um die Engel. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. Und zwar sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, wenn Allah eine Angelegenheit im Himmel entschieden hat, ja, also er ist oben, ne? Also fällt die Entscheidung um. Wenn Allah eine Angelegenheit im Himmel entschieden hat, dann senken die Engel ihre Flügel oder schlagen die Engel sogar ihre Flügel nach unten. Also sie senken es praktisch schnell, deswegen schlagen sie aus Ehrfurcht oder als aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern sie senken ihre Flügel aus Unterwürfigkeit für die Worte Allahs, so heißt es. Also sie hören die Worte Allahs und als Unterwürfigkeit und aus Bescheidenheit senken sie jetzt ihre Flügel aufgrund der Worte, die sie von Allah gehört haben. Und das machen sie so schnell, dass es heißt, sie schlagen ihre Flügel sogar. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, das hört sich dann so an, als würde man mit einer Eisenkette auf einem blanken, glatten Stein schlagen. Ja? So hört sich das an. Yanfudhum dhalik, es fällt ihnen sehr schwer, das, was sie hören, aufnehmen müssen. Und auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, manchmal fiel ihm die Offenbarung sehr schwer, die Worte Allahs sehr schwer, sie aufzunehmen. Es war anstrengend für ihn, sodass er sogar in einer Nacht, wenn es kalt war, geschwitzt hat. Ja. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der Vers, den er zitiert, bis dann der Schrecken von ihren Herzen weggenommen wird, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Die antworten die Wahrheit. Und er ist der Hohe und der Große. Und dieser Hadith erklärt uns, dass es um die Engel geht. Das ist ja klar. Und diesbezüglich können wir Folgendes sagen. Das ist natürlich ein Beweis für was? Ein Beweis dafür, dass die Sunna den Koran erklärt und erläutert. Wie steht es aber, natürlich wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns einen Vers erklärt, die Sache ist klar. Aber was ist, wenn ein Sahabi den einen Vers erklärt? Also ist es ein Beweis und das ist kein Beweis. Die meisten Tafsir-Gelehrten sehen das als einen Beweis an. Die meisten Tafsir-Gelehrten sehen, dass wenn ein Sahabi einen Vers erläutert, dass das ein Beweis ist. Und was aber die Tabi'in angeht, die meisten Gelehrten sagen, nein, das ist kein Beweis. Also wenn ein Tabi'i, also jemand aus der Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach der Sahaba, ja. Also und ein Tabi'i ist also per Definition jemand, der ein Sahabi, mindestens ein Sahabi getroffen hat, ja. Also salopp ausgedrückt. Und wenn ein Tabi'i sagt, Tafsir macht über eine Ayah im Koran, das ist keine Hujja. Ja, das ist bei den meisten Gelehrten kein Beweis. Allerdings, wenn bestimmte Tabi'in was sagen, hat das mehr Wert als bei anderen, weil Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, er ist ja der berühmte Schüler von Ibn Abbas, radiallahu anhu, gewesen. Und er hat ja gesagt, ich habe den Koran, Ibn Abbas, radiallahu anhu, 20 Mal oder noch mehr vorgelesen. Und bei jeder Ayah, die ich ihm vorgelesen habe, habe ich ihn gefragt, was bedeutet dieser Vers? Bei jeder Ayah, die ich ihm vorgelesen habe, habe ich ihn gefragt, was bedeutet dieser Vers? Ich will. Bei jeder Ayah hat er ihn gefragt, was bedeutet der Vers, was bedeutet der Vers. Ja? Deswegen haben manche gesagt, wenn Mujahid etwas Tafsir macht, dann ist das ein Argument, das ist eine Hujja. Ja? Das ist praktisch, hat das praktisch Beweiskraft. Ja, Alhamdulillah, machen wir weiter. Der Hadith ist natürlich noch nicht zu Ende. Also der Vers, hat der Prophet hat den Vers dann vorgelesen. Und dann
Also worum geht es jetzt? Also Allah fällt eine Entscheidung. Allah entscheidet etwas, okay? Die Engel bekommen das mit. Okay? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also die Engel, die einen fragen doch die anderen, was hat Allah gesagt? Ja? Es gibt einige Djinn, die kriegen mit, was die Engel sagen. Es gibt einige Djinn, die kriegen mit, was die Engel jetzt untereinander besprechen. Also der Prophet hat uns erklärt, dass diese Djinn übereinander sich stapeln, die einen über die anderen, ja, bis sie zum Himmel gelangen und dann einige Worte mitbekommen. Dieser Hadith ist sehr wertvoll, ja, dieser Hadith ist sehr wertvoll, weil wir lernen wir einiges daraus. Ja. Und zwar, dass die einen Engel stapeln sie sich über die anderen, bis sie einige Worte hören können von dem, was die Engel besprechen, was Allah entschieden hat. Das heißt, Allah entscheidet etwas, was geschehen wird noch. Ja? Und sie kriegen das mit. Und dann, dann hört derjenige Djinn, der es gehört hat, und gibt es demjenigen Djinn weiter, der unter ihm ist, und derjenige, dem unter ihm ist, und derjenige, der wieder unter ihm ist, und so weiter und so fort. Bis dann der Unterste zu einem Sahir, einem Zauberer geht, auf Arabisch Sahir, oder zu einem Kahin, auf einem Wahrsager, und teilt ihm mit, was oben besprochen worden ist. Rubbama, dann sagt der Prophet, farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha. Es kann aber auch sein, dass eine Sternschnuppe ihn trifft, noch bevor der eine es dem anderen weitergeht, gibt. Und es kann aber auch sein, dass der Djinn es dem Wahrsager oder das Sahir weitergibt, noch bevor die Sternschnuppe ihn trifft, aber er fügt noch 100 Lügen hinzu. Dann wird unter den Menschen gesagt, hat nicht der Wahrsager und der Sahir, hat er nicht am Tag so und so einmal die Wahrheit vorausgesagt? Und dann wird ihm geglaubt, weil er einmal ein Wort gesprochen hat, das er vom Himmel gehört hatte. Und dann denkt man, er ist ein Wahrsager und spricht die Wahrheit. Ja. Also, dieser Hadith ist bei Bukhari überliefert, als er im Kapitel Tafsir. Ja. Liebe Geschwister, dieser Hadith, daraus lernen wir, dass es tatsächlich Leute geben kann, die manchmal etwas voraussagen und dabei auch noch recht haben. Aber meistens lügen sie und meistens haben sie nicht recht. Und diese Sache ist natürlich absolut haram, also Wahrsagerei. Und Sihr ist absolut haram und ist Kufr, ist also Unglaube. Wer das begeht, ist ungläubig. Er hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum? Er kriegt doch etwas mit, was Allah entschieden hat. Und dann, also, wir haben gelernt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt hier in diesem Hadith, der Jinni, der gibt ja nicht nur das Wort weiter, was er gehört hat vom Himmel, sondern er fügt noch Lügen hinzu. Er lügt noch viele Lügen hinzu. Warum macht er das? Weil, wie wir wissen, der Djinni, der Shaitan, in diesem Fall sind natürlich Shayatin, ist ja klar, der will ja nicht, was hat er denn davon, wenn er dem Menschen etwas sagt, was in Zukunft passieren wird, und dann hat der Mensch etwas davon. Da hat der Djinn gar nichts davon. Sondern der Djinn will, dass man Kufr begeht. Der Djinn will, dass man Kufr begeht. Und deswegen verlangt er von dem Sahir oder dem Kahin, also dem Wahrsager, Kufr zu betreiben, Ungläubiger zu werden, indem er für ihn opfert, indem er ihn anbetet, indem er Dinge für ihn tut, die haram sind, die ihn aus dem Islam rauswerfen. Ja? Und warum fügt er dann 100 Sachen hinzu? Ja, weil es ist anscheinend nicht täglich Brot, dass er immer was mitbekommt vom Himmel. Okay? Das lohnt sich nicht. Dieser Job, den er bekommen hat als Shaitan, um die Menschen zum Weg abzubringen, lohnt sich nicht, wenn er nur einmal ein Wort hört in weiß nicht wie vielen Jahren. Dann lieber fügt er noch 100 Lügen hinzu und dann gibt er wenigstens dem Sahir Hoffnung oder dem Kahin Hoffnung
und sagt, ich habe dir damals genau das war die Wahrheit gesagt und so weiter. Allah musta'an. Und die Menschen, weil viele von ihnen so blöd sind, die verbreiten immer das, was dann wahr war. Wenn er einmal die Wahrheit gesprochen hat, verbreiten sie, sagen sie, die Person spricht die Wahrheit, ist ein Wahrsager. Ja? Und ob man es glaubt oder nicht, wir befinden uns zwar nach christlicher Zeitrechnung im 21. Jahrhundert, ja, aber trotzdem, die gibt es noch Wahrsagerei. Es gibt trotzdem im Fernsehen Wahrsagerei, Karten legen und weiß nicht was. Und die Leute glauben immer noch daran und rufen an und weiß nicht, Allah ist da. Also es gibt tatsächlich noch. Also die Menschen sind anscheinend doch nicht so weit wie die Techniker. Und da wir das wissen, das heißt, wir wissen, es kann sowas kann es tatsächlich passieren und die sind nicht alles Lügner, sondern sie sagen manchmal auch tatsächlich die Wahrheit. Allah ist da. Ja, das ist das, was wir gelernt haben. Natürlich in der Nacht der Offenbarung, als der Koran herabgesandt worden ist, war es ein bisschen anders, wie wir lernen in Surat al-Jinn. Da hätte es ja auch passieren können, dass Allah subhanahu wa ta'ala was sagt und dann den Engeln Jibril gibt und irgendwie kriegen sie was mit. Nein, in der Nacht der Offenbarung war es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Himmel hat füllen lassen mit Engeln, die den Koran beschützen, sodass niemand etwas vom Koran mitbekommt vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Jibril ist dann der Engel der Offenbarung, der Anvertraute der Offenbarung, dem die Offenbarung anvertraut worden ist. Deswegen sagt man zu ihm Amin al-Wahi. Und möge Allah mit ihm zufrieden sein, alaihi salam. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran überbracht. Und niemand konnte irgendwie etwas von diesen Worten verändern oder von ihnen etwas wegnehmen oder etwas hinzufügen, sodass der Koran verändert worden wäre. Das ist nicht der Fall. Ja. Wir haben also aus diesem Hadith gerade eben vieles kennengelernt. Unter anderem kann man entnehmen, dass die Dschinn verdammt viele Menschen sein müssen, oder sehr, sehr viele Dschinnis sein müssen. Manche Leute haben mir mal übel genommen, dass ich das Wort verdammt viel verwende. Ja. Ich verwende das einfach als im Sinne von sehr viel, wie man es sprachlich verwendet. Und vielleicht kann man lieber sagen sehr anstatt verdammt. Wie dem auch sei. Ja, und wir haben gelernt, dass die Wahrsager meistens Lügner sind. Dass die Wahrsager meistens Lügner sind und das, was sie sagen, meistens nicht zutrifft. Also, wenn es 100 Lügen sind, die er verbreitet, also in einem Fall von 100 oder 101 oder noch mehr oder noch weniger, hat er mal die Wahrheit gesprochen. Ansonsten spricht er meistens, ist er meistens ein Lügner. Also lohnt es sich natürlich nicht, ihm zu glauben. Ja. Ja, und dann haben wir ein Hadith überliefert bekommen über An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل der folgende Hadith, der als schwach eingestuft worden ist, sagt dasselbe aus im Grunde genommen. Ja. Er sagt dasselbe aus, und zwar An-Nawas ibn Sam'an radiallahu sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Wenn Allah etwas offenbaren will, eine Angelegenheit offenbart, dann spricht er die Offenbarung aus. Heißt das Wort, spricht er die Offenbarung aus. Takallam al-Wahi. Also auch wieder ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Akhadat as-samawati minhu rajfa. Also, dann werden die Himmel oder auch die Himmelbewohner davon erschüttert. Aus Angst vor Allah, dem Allmächtigen und Ruhmvollen. Und wenn dann die Himmelsbewohner die Worte hören, die Allah gesprochen hat, dann fallen sie quasi in Ohnmacht und auch machen sie Sujud für Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Erste, der sein Haupt dann erheben wird,
ist Jibril, also jedes Mal, der erste, der sein Haupt erhebt, ist Jibril. Dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala, geteilt Allah ihm die Offenbarung mit. Und dann geht Jibril zu den ersten Engeln und dann zu der Engel des ersten Himmels, dann zum zweiten Himmel und so weiter und so fort. Oder umgekehrt, vom siebten runter. Und jedes Mal, wenn er zu Engeln vorbeikommt, fragen sie ihn: O Jibril, was hat unser Herr gesagt? Dann sagt er: Er hat die Wahrheit gesagt und er ist der Hohe und der Große. Und dann sagen sie alle dasselbe, was Jibril gesagt hat. Also sie sagen das noch einmal dasselbe. Und dann geht Jibril so lange weiter, bis er zu denjenigen Personen kommt, dem er die Offenbarung eingeben sollte, sei es Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder vor ihm irgendein anderer Prophet. Ja. Dann haben wir aus diesem Hadith, auch wenn er schwach ist, aber wir haben aus mehr als einem Hadith, wissen wir, dass die Himmel mehrere Himmel sind. Und wir wissen, dass die Himmel übereinander gestapelt sind. Und wir wissen, dass die Himmel genau sieben an der Zahl sind. Und dass es in den Himmeln Engel gibt. Die Himmel sind also nicht leer. Das wissen wir auch, liebe Geschwister. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Gibt es zu dem, was wir erwähnt haben, irgendeine Frage?